Ja, hallo, willkommen, mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Graceseff. In der letzten Folge sind wir in Lamdas Kokon gelandet und wir sollen jetzt die Reise fortsetzen. Wir sind von Fodra aus mit dem Shuttle hier reingecrashed. Das Shuttle scheint noch intakt zu sein. Wir können aber aus irgendeinem Grund noch nicht irgendwo hinfliegen. Ich habe schon wieder vollkommen übertrieben mit der letzten Trainingssession. Ja, 70. Weiß gar nicht. Welches Level waren wir davor? Warte. 64. Oh Gott. So, ich muss mal hoch gucken. Schwer, okay. Trotzdem kriege ich irgendwie noch oft von den Gegnern hier aufs Maul. Wir geben mir doch noch hart. Ich will es am liebsten noch haben, dass der Finstertrunk jetzt hier weggeht. Aber ja. Ich habe jetzt ein bisschen Titel hier gefarmt. Für einige Charaktere habe ich schon alle A-Arts-Titel hier. Hier für ihn zum Beispiel. Ich habe schon alle Titel für die A-Arts hier gelernt. Und dadurch schaltet man noch so andere Titel frei. Zum Beispiel Angriffsprofi. Den könnte ich lernen. Mache ich aber nicht. Sie hat schon alle E-Arts gelernt. Pascal hat schon alle Angriffsarts gelernt. Jemand hat alle Angriffsarts gelernt. Und ja. Nur noch Sophie, Espel und hier und da. Zwei, drei Zauber hier noch. Ich wollte jetzt eigentlich nicht so gegen mich kämpfen. Ich habe genug gegen euch gekämpft. Aber ich muss auch noch ein paar Titel, ja. Ja, wenn ich habe die ganze Zeit irgendwie nur Titel ausgerüstet, die ich schon gemeistert hatte. Deswegen habe ich die nicht weit hochgelevelt. Weil sonst hätte ich wirklich schon alle Titel jetzt gemeistert, wahrscheinlich. So viel, wie ich gekämpft hätte. Oh, was hat sie gesagt? Jetzt mal nicht unterbrechen sollen. Ach, den Mixer habe ich vergessen. Na. Geld verdient Erfahrungspunkte. Nein, machen wir mal FP. Jetzt. Ja, okay, wir haben ja auch noch viele Quests, ja. Ja, vielleicht noch einlösen können oder so. Deswegen. Nach dem Kampf. Nicht nach dem Kampf, im Kampf bin. Okay, ich. Annehmen. Nach dem Kampf bin ich. Ja, meinetwegen. Jemand unter 50%. Ich glaube zwar nicht, dass das so schnell passiert, aber egal. So, wo sind wir denn schon hingegangen? Hier sind wir schon gewesen, ne? Ich habe übrigens jetzt Ferien, 3 Wochen. Boah. Das heißt jetzt für euch hoffentlich ein bisschen mehr Videos. Ich werde von jedem Projekt irgendwie hoffentlich ein Video hochladen können pro Tag, weil ich deutlich mehr Zeit habe zum Aufnehmen. Entweder das oder ich werde schon längst irgendwie, keine Ahnung, das Projekt beendet haben. Zu dem Zeitpunkt, in dem ich, keine Ahnung, zum Beispiel noch Videos von anderen Orten hochlade, sag ich mal. Keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, wie ich das erklären sollte. Wahrscheinlich bin ich aber offscreen schon viel weiter als die Parts, die ich schon hochgeladen habe, weil ich schon einen Haufen vorher aufgenommen habe. Oh Gott, Hilfe! So wollte ich jetzt sagen. Okay, was haben wir? Kommen wir da raus? Jo! Ah, ist schon wieder hier so ein halber Irrgarten, ne? Bitte. Oh, Truhe. Ah, Monster. Ja gut, der ist, ich muss mich jetzt nicht immer auf irgendwelche Angriffe konzentrieren. Ich kann jetzt einfach raushauen, was ich will. Das ist ja gut daran. Ich muss nicht immer, keine Ahnung, irgendeinen Angriff die ganze Zeit spammen, um dafür einen Titel zu bekommen, um den zu verstärken. Jetzt kann ich einfach einsetzen, was ich will. Ja, okay, ich glaube, Sophie hat noch nicht alle Dinger, ich glaube ihre von den A-Arts hier, die vierten Dinger da, die sind noch nicht hochgelevelt. Also den Titel habe ich dafür, meine ich. Das ist schon, was ich meine, wegwerfen. Am schlimmsten werden ja die ganzen Attributtitel. Wenn man zum Beispiel den Nova, man es ja nur Nova-Angriffe einsetzen sollte oder so, das sind die allerschlimmsten, davon braucht man voll viele. Just look at the abundance of life that exists here. Lambda has evolved beyond my wildest dreams. If I could somehow manipulate all of this creative energy, ich glaube, wir sind hier schon ein bisschen richtig. I might be able to restore life to Fodra. In that case, alle gucken dich an, weißt du das? Ihr denkt da schön nach, alle gucken die an, überhaupt nicht auffällig. It seems that Lambda's preparations are nearly complete. Verdammt. Then we must hurry. Okay, ich habe nur irgendwie, keine Ahnung, stundenlang hier trainiert.
Keine Ahnung, war bestimmt schon 3-4 Stunden oder so, die ich hier verbracht habe. Guck ich mal die Spielanzahl an, ja, 89 Stunden, ey. Am meisten davon ist alles Offscreen-Trainingszeit. Kann ja auch gar nicht, ey. Muss ich mal die Playlist angucken, dann werde ich ja sehen, wie lange das, was ich gespielt habe, ist. So. Geh mal Erling. Erling, ey. Wollte lang sagen und hinten auch gleich. Zur gleichen Zeit. Ich weiß ja, ich bin so ein deutscher Akrobat. So, ich glaube, wir sind wieder am Anfang, ne? Okay, warum sollte man so ein Ding schon direkt hier hinballern? Und soll ich... Egal. Gehen wir nochmal. Ich glaube, das hat mich hier immer so verwirrt, hier, wo ich hin musste. Können wir da lang? Nein, dann gehen wir da lang. Ja. Musik schon bedrohlich hier, ne? Okay, das macht's einfach. Ja, tut mir leid, ich werde ein paar Gegner hier auslassen. Ich habe schon so oft gegen die gekämpft. Bin schon ein paar Mal Game Over hier gegangen. Auf dem Schwierigkeitsgrad. Das ist irgendwie kein gutes Zeichen, dass nach so vielen Trainingssessions hier ich immer noch aufs Maul bekomme. Da stimmt doch irgendwas nicht. So, dann... Ich werde auch mal sehen, ob ich jetzt alle Parts irgendwie so, keine Ahnung, 25 Minuten oder so halte. Aber jetzt habe ich Zeit. Und ja, ich will in den Ferien ein, zwei Projekte auch mal abschließen, langsam. Mir doch mal langsam Zeit. Langsam. Ich glaube, Tales of Graces F wird noch eine Weile dauern. Oh nein, nicht dieses Gespann. Das hat mich voll oft schon Game Over gehauen. Aber jetzt habe ich leider einen Fluchzustand. Das heißt... Keine Ahnung. Wenn ich irgendwas mache, könnte ich verrecken. Also würde ich nicht. Danke. Ich hätte immer geheilt. Ciao, ja. Ist eine einzige Heilerin. So. Wenn man hier die aufgeladenen Angriffe hat, die sind so kacke aufzuleveln, ne? Okay. Okay, das mit dem Gericht, das klappt irgendwie nicht. Oh, ich habe eine Möhre 5-mal. Ich eine Tomate 5-mal. Brathähnchen Topf. Hm. Hey, lass mal ruhig. Warte mal, bekommt Cherry nicht noch einen Titel dafür? So. Ich weiß jetzt nicht mehr, wovon ich gekommen bin. Von da oben links, ne? Okay. So, wie gesagt, 25 Minuten Parts, weil ich habe jetzt mehr Zeit und so. Oh, ein Speicherpunkt. Und deswegen kann ich ja wohl, wenn ich jeden Tag was raus so ein paar längere Parts hier raushauen. Oh, ein leeres Metall. In den Krallen. This looks like something from the Amarcian ruins. What's it doing here? Could this be Lambda's doing? Almost certainly. Such terrible power. The cocoon must have absorbed everything on the island in the process of its formation. We can't let this continue. We need to find a way to stop this. You are right to worry. If Lambda reaches the planet's core, that will be the end of everything. So we should really start moving. Please, Richard, stay safe until we arrive. Ja, genau. Beeilen wir uns, reden wir noch ein bisschen. Sag mal gleiche. Yeah, I have a word. Of course. My imagination may be running away with me, but something doesn't feel right about that one. I concur. You and I need to make sure to keep a close eye on our friend. But it may be difficult when we're constantly fending off all these monsters. It may not be safe to start asking questions here on the spot. Let's keep watching and see how things develop. Agreed. My brother and the others suspect nothing, and I see no reason to trouble them. They're focused on rescuing King Richard right now. We'll let them concentrate on that. Ich frage mich, über wen sie reden. Vielleicht über mich, vielleicht haben sie sich mich als, keine Ahnung, weibliche Person irgendwie vorgestellt. Oh Gott, ich weiß genau, da warten schon wieder Rätsel auf mich. Oh, Truhe. F-Trank 10 und ich habe irgendwas hergestellt, aber als ich die Tour geöffnet habe, ist natürlich wieder weg und ich habe keine Ahnung, was das jetzt war. Ah! Ding, 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 ding. So.
nur gesehen, Esper kann voll viele E-Arts noch lernen, ne? Müssen locker alle E-Arts und so alles hier lernen können, mich auch alles zeigen kann hier so einmal. Weil es euch kein Schwein interessiert. Egal. Ja, jetzt geht es nur gut. Vitalität. Aber ich habe noch ein paar Mal aufs Maul bekommen, deswegen bin ich ein bisschen vorsichtig. Jetzt meine Teamzusammenstellung auch jetzt gerade gut. So, hier ist kleine Rätselzeit. Keine Reaktion. Okay, hoffen wir das hier. Das sieht so zweideutig aus. Aber es bin wahrscheinlich nur ich. So, jetzt müssen wir dadurch, können wir aber nicht, also müssen wir wieder schrumpfen lassen. So, ein heikles Thema. Whoa, what's this? It's like it's alive. It isn't like it's alive, it is alive. The stimulus generated from touching these cells can cause the ones over there to expand or contract. Huh, you sure know a lot about this stuff, Pascal. I only know from watching my big sister's research. I don't know much about biology myself, but if we touch all this stuff, things could get interesting. So let's get to poking. Okay. Weil ich komme nicht weiter. Ah. Muss ich wieder zurück, aber dann kann ich doch hier wieder nicht vorbei. Ah, ich kann hier oben. Ah. So, geh mal rein. Okay. Das Ding jetzt. Okay. Aber alles ist ausgeschaltet. Ich muss was richtig gemacht haben. Yay! War aber nicht das Schlimmste hier. Ich glaube, da kommen noch ein oder zwei Räume davon, die nervig sein werden. Ah. Oh, ich habe ich gar nicht gesehen. Ja, weg damit. Ich habe hier schon dieser Raum, ne? Jo. Okay. Ich kann nirgendwo hin, also mach mal das Ding weg. So, was haben wir hier? Kann ich das Ding hier wegbewegen? Okay. Kann ich schauen, wenn ich da wieder zurück mache, ne? Ich hab's ja was gebracht. Und Tomate. Was du? Okay. Na. Schneller, wirklich schneller. Und jetzt schießt das Ding bestimmt so nach vorne, ne? Miam. Ist auf der anderen Seite. Hier war doch richtig, bei Essen. Alles sind gut. Und hier ist alles aus. Hier muss ich was richtig gemacht haben. Okay, dann gehen wir mal nach oben. Löschen. Tschüss. Bist du mal weg? Danke. So, nächstes Rätsel, ne? Kann ich irgendwo hin? Ja, sieht so gruselig aus, hat sich da alles so bewegt, ey. Oh, hier ist noch weiter, was? Ja, auch mal nur direkt, hä? Okay, der Raum hat zwar irgendwie direkt darüber, warum jetzt hier nochmal? Egal. Stellt so viel Logik in Frage. Wo bin ich hier? Traumgummi. Wo komme ich hin? Sag mir jetzt nicht wieder zum Anfang. Oh, Truhe.
Das ist gut. Ja, damit. Ja. Aha, Tomate. Ich war wahrscheinlich vorhin auch eine Tomate hergestellt, als er weggegangen ist. Oh, meine PlayStation 3, die geht schon wieder so ab bei dieser Kackwärme. So. Und wo jetzt? Schon wieder hier? Fuck. Ach, jetzt bin ich hier, okay. Glaube ich. Hä? Okay. Wo kommen wir denn links hin? Okay, jetzt bin ich verwirrt. Oh, hi. Oh, da hätte ich runterfallen können. So. Blöd ist jetzt, wo komme ich da hinten hin? Ey? Verdammt, jetzt muss ich gleich nochmal zurück. So zweit euch aus. Aber das bin nur ich, ne? Schreib mal, ich, ja. Ja, das bist du. Okay. Ist ja kein Grund, die Dinger nochmal umzuschalten. Das Ding ja jetzt. Sieht irgendwie nicht so aus, als würde es fliegen. Weil es das wahrscheinlich darstellen soll. Machst du? Du machst das hier zurück. Aber warum? Warte mal, hier aus dem Ding. Ja. Hey, du bist da durchgegangen. Ich habe es genau gesehen. Durch die Texturen durchgeflogen. Okay. Jetzt keine Ahnung. Du gehst da runter, ne? Das ist das Ding nochmal zurück, dann müssen wir eigentlich alles hier erledigt haben. Ja. So, aber wo kommen wir denn dann hier hin? Ah, wo kommen wir rechts hin? Mein Gott. Mag solche Rätsel nicht. Na. Wahrscheinlich hier noch zum Speicherpunkt gleich und dann ohne Truhe. Eine rote Truhe, da ist jetzt, glaube ich, ein Buch drin, oder? Jo! Das Buch verdoppelt das Tempo, mit der Ausrüstung gehärtet wird. Wow! Wollte ich da hin? Wo bin ich jetzt? Jetzt werden diesen Dingern. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt wieder bin. Was? Ach so. Ah. Wieso bin ich denn so weit? Warte mal. Da müsste ich ja jetzt hier weitergehen, ne? Wer da rauskommen, ne? Da muss ich oben rechts hingehen, ne? Ne? Ich hasse es, wenn ich mir so Wege merken muss, ey. Warum? Da rechts war ich noch nicht. Wenn mich das jetzt hier wieder ganz zum Anfang irgendwie hinbringt oder irgendwie sowas, ne? Fuck! Okay, wo komme ich denn hier hin? Okay, wo komme ich denn da links hin? Da war ich doch gerade.
So, wo kommen wir hier hin? Hier hin. So, wo bin ich jetzt? Bin ich hier richtig? Ich glaube schon. Tomate. Tomate Mozzarella. So gut, Senorita. Na da. Okay. Egal wie. I can tell that Lambda is very close now. Our enemy is almost upon us. Is everyone ready to proceed? Save King Richard, Asbel. Yes, sir. Wait a minute, Asbel. Before we proceed, I need to tell you something. What is it? I will save Richard, no matter what. You got it, Sophie. I'm counting on you. Okay. Ein zum Abschied. Okay. Sharia, Pascal, thank you for accompanying me on my mission. Oh, aren't you cute? Now, how about a touch? It's been so long. So good. I'm gonna lose it here. You still wanted to touch Sophie after all this time? Pascal, I'll do everything I can to stop him. Huh? Sharia, I will eradicate Lambda. I promise. Right. With all of us working together, Lambda doesn't stand a chance. Yes. Genau. Warte. Ja, 22 Minuten, das reicht doch eigentlich. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Crisis F. Ich bedanke mich allerherzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.